Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum Fensterplatz. Heute bin ich einer von 340'000 Leuten, die hier täglich ein- aus- und mit dem Multikulti Zürich machen wir jetzt einen Abstecher und einen Besuch zu jemandem, der seine Wurzeln in der Innerschweiz hat und auch im Appenzell. Ein Mann, der mit seinen CD-Produktionen und auch mit einem legendären Film der Schweizer Volksmusik ein Denkmal gesetzt hat. Es ist der Cyril Schläpfer. Auch der Cyril Schläpfer hat via Schlagzeug schwer mit dem Jazz und der USA zu tun gehabt und ist doch bei der Volksmusik gelandet. Vor allem als massgebender Musikproduzent, aber auch als Filmer. Cyril, wenn man deine Filme schaut oder auch deine Musik hört, dann fällt einem auf, du liebst das Land. Und du wohnst mitten in der Stadt Zürich. Warum? Ja, das hat sich so ergeben. Also für etwa 18 Jahre eine Anstellung gefunden bei der EMI, der Schallplattenfirma. Und dann hat es mich dann verschlagen. Und vermisst du es nicht ein bisschen, das Land? Mal, ich gehe ja immer. Ich wohne nicht nur hier. Du hast einen grossen Erfolg mit dem Film Urmusik. Der ist 2 Jahre lang in den Zürcher Kinos gelaufen. Was hat dich dazu bewogen, so einen Film zu machen mit diesem Thema? Also, das war so. Wichtig war, dass ich in dieser Zeit den Reis Gwerder gelernt habe. Das heisst, ich bin zu ihm lernen, so quasi. Und dann hat mir und ich bin ja eigentlich Musikproduzent, ich wollte ja dann mit ihm eine Aufnahme machen. Und habe gleichzeitig gemerkt, man kann nicht einfach nur eine CD aufnehmen und dann die abspielen zu dieser Musik, das funktioniert nicht. Ich muss das ganze Umfeld darstellen. Ich muss, wo die Leute leben, wo der Reis wohnt, was seine Arbeit oder was ihn geprägt hat und die Musik. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich muss nebst der Musik eigentlich auch noch die Musik einbetten in die Landschaft. Sind deine Film- und Tonproduktionen eine Art so ein Abgesang von einer aussterbenden Kultur in der Schweiz? Ich hoffe es nicht. es ist, ist nicht nur Kultur, es ist auch die Landschaft auch verreist. Ja, das ist jetzt natürlich schon auch eine Dokumentation. Ja. Und stresst das manchmal ein bisschen? Ja, schon. ja. Was wurmt dich am meisten? Ja, schon. Das ist einfach. Ja, du, es gibt Leute, die haben Freude, wenn sich immer alles ändert und neu wird. Ich bin zu einem, der noch gerne am Alten hängt. Das ist, ich habe beides gerne, am Alten. Also, zum Beispiel die Landschaft, du kannst nicht einfach. Wir können nicht am Schluss einfach auf einem grossen Parkplatz in einer Agglomeration leben. Das verkümmern wir, oder? Das geht nicht. Und was ist das Problem? Jetzt, 10 Jahre nach dem Erscheinen von Urmusik, gibt es endlich auch eine DVD vom Film mit Untertitel in 30 Sprachen. Immer wieder treibt der Cyril auf die Jagd nach Tönen und Bildern. In der Schweiz hat er akribische Aufnahmen von Kuhglüten gemacht. Auch Rumänien, Kuba und Mexiko gehören zu seinen Reisedestinationen. Du hast im Moment eine Ausstellung in Paris, im Centre Culturel Suisse. Was kann man da sehen oder hören? Ich habe die 5 Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee tonlich porträtiert. Der See, das Wasser, die Dampfmaschinen, die Schiffshörner.
Wie geht das? Also wie hast du das gemacht? Ja, ich habe über Jahre jedes einzelne Schiff chirurgisch mit dem Mikrofon in die Stelle aufgenommen, jede Schiffsglocke, jedes Knarren, Unterwasser, Mikrofon, Schaufelräder. Und dann und am Schluss auch noch daraus eine Art Komposition, eine Sinfonie gemacht. Und jetzt in dem Paris läuft einfach ein kleiner Ausschnitt von dem Dampfschiff Uri, etwa 15 Minuten. Und das ist dann in einem grossen Raum, wo das Schiff in einem Modell, in einem dunklen Raum ist. Ganz ein filigranes, feines Schiffli, aber das Geräusch und die Kraft von dem Dampfschiff, das dann schafft und kocht. Yeah.